Nochmal kurze Zusammenfassung. Was ist denn jetzt Visualisierung? Und im Wesentlichen würde ich Visualisierung jetzt so definieren, dass ich Spalten meiner Daten irgendwelchen grafischen Elementen in meinen Grafiken zuordne. Ja? Und das ist auch genau das, was Sie hier in dieser Programmiersprache machen. Also Sie haben irgendeine Tabelle und Sie basteln daraus ein Diagramm, indem Sie da grafische Elemente diesen einzelnen Spalten zuordnen. Das ist erstmal Visualisierung. Ja? Und es ist nicht schwer und Sie können das wirklich machen. Kurze Zusammenfassung nur, ich zeige Ihnen, die Zeit ist abgelaufen. Im Wesentlichen haben wir diese Sachen alle gesehen. Data Frames, Ausgangspunkt, dann gibt es Histogramme, es gibt 2D Scatterplots, Lineplots, Color and Size und es gibt Animations. Und das kann man alles irgendwie benutzen. Ja? Und darüber hinaus haben Sie gesehen mit der Gallery, mit diesem Global Warming Dingen, mit dem, wo alles sich so im Kreis dreht. Da gibt es noch Beyond von dem Kram, was wir heute gesehen haben, gibt es noch ganz viele andere Sachen, die man machen kann. Aber wenn Sie das schon mal beherrschen und können sozusagen, dann sind Sie da schon ziemlich weit.